Mit dem Autel RDKS-Gerät habt ihr die Möglichkeit, durch ein kostenpflichtiges Upgrade auf die Pro-Version umzusteigen. Das heißt, ihr seht ja, wir haben zwei Geräte liegen, Hardware ist die gleiche. Jens hat allerdings das Upgrade schon gemacht, das heißt, er hat den Diagnose-Button. Bei mir ist quasi noch Pro-Funktion zu aktivieren. Hier ist es noch nicht gemacht, könnt ihr machen. Kostenpflichtig hast du gesagt. Ja. Was haben wir dann? Ein? Dadurch haben wir aus unserem RDKS-Gerät ein vollwertiges Diagnosegerät gemacht. Live-Daten, Datenanalyse, Fehlercodes löschen. Gar kein Problem mit dem Gerät dann. Das heißt, ihr könnt eure RDKS-Arbeit machen. Zusätzlich könnt ihr noch ein Diagnosegerät, Diagnosefunktionen nutzen. Ja, je nach Fahrzeughersteller oder auch Fahrzeugtyp gibt es die verschiedenen Servicefunktionen, die ihr durch die Pro-Version noch dazu bekommt. Wie zum Beispiel Anlernen, Kurbelwellensensor, ja, oder Injektorkodierung oder auch Service in der Wallanzeige zurückstellen. Das sind natürlich nur ein paar Beispiele von vielen Möglichkeiten, die ihr dann habt. Genau. Und wie einfach die Installation ist von der Pro-Version, das zeigen wir euch jetzt. Hier habt ihr jetzt euer Gerät, euer RDKS-Gerät ins WLAN eingebunden. Das ist ganz wichtig, dass wir eine Internetverbindung haben. Jetzt drücken wir einfach auf Pro-Funktion aktivieren. Hier kommen diverse Hinweise, bitte beachtet die, lest euch genau durch. Dann drücken wir hier unten auf Upgrade. Da kommt dann der Preis, die Möglichkeiten zu bezahlen. Wir bezahlen in dem Fall jetzt hier mit einer Kreditkarte, bestätigen das. Und jetzt kommen schon die Daten, die alle eingegeben werden müssen. Und jetzt im nächsten Schritt zeigt euch dann der Jens, wie wir die Diagnose am Fahrzeug anwenden. Ja, wir haben hier immer noch unser ganz normales TPMS-Gerät, haben aber jetzt durch die Pro-Version ein Diagnosegerät daraus gemacht. Um nun mal ein Beispiel zu zeigen, was wir beim Service zum Beispiel alles können, drücken wir jetzt hier auf den neuen Service-Button. So, und dann sehe ich hier Ölrückstellung, elektronische Parkbremse, RDKS, Batterie und so weiter. Das sind also alles Dinge, Einspritzdüsen, Lenkung, Radaufhängung, Drosselklappe und. Alles Dinge, die ich jetzt hier im Service machen kann. Ich kann noch näher in das Programm reingehen. Ich sage jetzt zum Beispiel hier die Batterie. Ja, sage ihm bitte, lese die Fahrzeugidentifizierungsnummer selbsttätig. Das macht er dann auch. So, stimme diesen AGBs zu. So, und jetzt sehe ich zum Beispiel unter dem Punkt Batterie, ich habe das Diagnose-Interface für Datenbus, ich habe die Batterieregelung. Da könnte ich jetzt also noch weiter runtergehen, dann zeigt er mir an, was für eine Batterie verbaut ist und. Also da im Service schon unwahrscheinlich ungezählte Möglichkeiten. Sagen auch hier wieder, bitte such dir die Fahrzeugidentifizierungsnummer selber raus. Also eine Auto-FIN-Erkennung. So. Ich stimme den AGBs zu, so, habe hier die Fahrgestellnummer, die ist okay. Entschlüssel die FIN, ich gebe jetzt noch ein, was für ein Fahrzeug ich habe. Ich habe eine Limousine und jetzt sehe ich hier Fahrzeug, Typ, Fahrzeug ja, Fahrzeug, was es ist. Ja, ja. Jetzt wird die Verbindung mit dem Fahrzeug hergestellt. So, und jetzt habe ich hier automatischen Suchlauf, CAN Gateway Scan, Steuergeräte. Und wenn ich jetzt nur als Beispiel einfach auf den automatischen Suchlauf draufgehe, verbinde ich und er fängt jetzt an, alle Steuergeräte abzufragen. Hier zum Beispiel fängt er an mit 01, die Motorelektronik, haben wir schon einen Fehler drin. Jetzt die Getriebeelektronik, fehlerfrei, dann kommt die Bremsenelektronik, die Abfrage läuft. Ja, kein Fehler, Sitzverstellung und so weiter. Jetzt macht er hier alle Steuergeräte durch und ich habe dann meine Fehleranzeige. Ich sehe, welche Steuergeräte alles in Ordnung ist, kann dann auch reingehen, direkt in die Fehler, kann mir angucken, was es ist, kann die Fehler löschen. Ich kann einen Bericht erstellen, ich kann das als PDF verschicken, also überhaupt kein Problem. Vollwertiges Diagnosegerät und das alles nur durch die Pro-Version bei unserem TPMS-Gerät. Jetzt habt ihr mal gesehen, was euch die Pro-Version bringt, also eine ganze Menge. Und wenn ihr weitere Fragen habt, dann über unseren Servicekontakt sales.de@herd-und-bus.com oder die Telefonnummer 06104 608 250. Natürlich findet ihr auch noch weitere Informationen im Beschreibungstext. Und was ihr natürlich nicht vergessen dürft, abonniert den Kanal, dass ihr noch weitere Funktionen, noch weitere Geräte, noch weitere Sachen von uns kennenlernt, um noch weiterzukommen in der Werkstatt. Viel Spaß dabei!